Und weil ich mich so sehr darauf freue, machen wir es am besten jetzt gleich. So. Ich werde gleich wieder wie ein Kind vor Freude heulen, weil ich mich jetzt schon auf diese Waffe freue. Ja! Auto Shotgun. Ah. Okay, hier ist auch eine undurchsichtige Wand. Schade eigentlich. Aber gut. Nicey dicey. Ah, kommt mal her. Einfach so ungeschützt herzulaufen. In was für ein Ausbildungscamp waren die eigentlich? Das, was die als Militärausbildung hatten, ist ja armselig. Die sollten mal mehr Doom spielen in ihrer Freizeit. Das sieht ja mal arschgeil aus. Da hinten ist auch eine Tür. Ob die wohl eine Funktion hat? Lol, ja auch richtig mit Bogen. Ne, hat keine Funktion. Oh. Schöner Balkon. So, hier war jetzt die eine Falle. Ah. What the fuck? Mist. Ich dachte schon, wir können dabei bleiben, dass wir bei beiden übers 200 haben. Das gerade ebenfalls ganz schön viele Punkte gekostet. Ja, hallo? Arschloch. Oh. Wo denn? Wo denn? Ja, wo denn? Ich habe doch gerade einen Minigunner gehört. Ach da. War doch bloß ein Shotgunner. Ich dachte schon, es war ein Minigunner. So wie der da zum Beispiel. Na komm, geh auf. Auf geht's. Wow. Wow. Na komm her! Zeig dich! Zeig dein wahres Gesicht! Diese Seele kriegst du nicht! Ha? Mal schauen, wer mir in die Kommentare schreibt, von welchem Lied das zitiert ist. Die Band reicht mir übrigens auch aus. Sieht schon wieder nicht schlecht aus. Gut, dass hier Schatten ist, ist ein bisschen falsch, weil bekommt der Licht direkt hin. Aber gut. Lachen wir mal dabei. Oh. Hier ist auch eine Falle. Speichern wir endlich mal zum ersten Mal innerhalb einer Map. Aha. Oh, hier ist ein Blinklicht. Oh, grünes Licht. Ich liebe grünes Licht. Oh, blinkt der hier richtig? Nice. Doppelter Boden? No? Ach nee, es ist einfach nur so ein Fahrstuhl-Dingster Bumster. Na komm her, trau dich. Wichser. Na, ja, nicht hoch. Ich
Da oben bin ich auf dem Präsentierteller. Das war's aber mit unseren guten Werten. Ja gut. Yay. Das sieht ja mal nice aus. Boah, Alter, sieht das geil aus! Ah, wie gesagt, das mit den Fußgeräuschen, das nervt hier drinnen zwar mächtig. Im Wasser, aber gut. Das ist ein Problem von GZ Doom, von daher muss man sich daran leider gewöhnen. Oh, ja. Das nenne ich mal Massenabfertigung hier. Dankeschön. 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 Wie lieb die alle auf meine Munition hier aufpassen. Ich glaub's ja. Oh. Oh, eine richtige Treppe. Okay, interessant. Oha. Was geht's denn hier hin? Oh, die haben mir die Map auch ein bisschen abgeändert. Ach nee! Lol. Ah, hier drunter geht's wahrscheinlich auch lang. Also hier ist es so geblieben, wie es ist, oder? Ja. Da sieht das geil aus mit diesen Abrundungen. Das wirkt so geil. Wirkt wirklich wie so ein, ja, bei diesen klassischen Tunneln. Da kommen ja erstmal so eine Raupenfahrzeuge lang, die praktisch mit so einer großen Kreissäge hier praktisch den Boden abschaufeln. Ich weiß gar nicht, wie diese Fahrzeuge heißen. Und die hinterlassen auch so einen Kreis. Von daher wirkt auch das wieder ultra geil und vor allen Dingen extrem authentisch. Und ultra geil. Jetzt fällt mir übrigens gerade auch wieder ein, wie das Spiel hieß, was ich letztens meinte. Woran mich das hier auch so extrem erinnert, und zwar Half-Life. Aber ich glaube mal, ihr wusstet bereits, welches Spiel ich meinte. Bei meiner grandiosen Beschreibung. Klappe halten. Die Map sieht doch ohne dich geil aus. Na, jetzt bin ich mal hierauf gespannt. Aber der Bereich hier sah ja auch ein bisschen unrealistisch immer aus. Ah, den haben sie sogar weitestgehend so gelassen. Okay.
gehen gerade nicht davon aus, dass diese Tür aufgeht. Und die Tür geht nicht auf, die auch nicht. Okay. Ich nehme alles zurück. Allein mit dieser Änderung wirkt auch der Bereich ja extrem authentisch. Weil eben, das hier war zum Beispiel so ein Beispiel, das hat früher einfach keinen Sinn gemacht. Meine, wer würde einen Raum bauen, wo man in einen Raum reinkommt, hier lang geht und dann einfach rumgeht und nochmal lang geht? Das macht architekturmäßig absolut keinen Sinn, weil wer will einfach in einen Raum eine Mauer bauen, nur damit man um die Mauer drum rumgehen muss? Hä? Macht keinen Sinn. Aber so macht das hier wesentlich mehr Sinn. So sieht es nämlich aus, als wenn hier einfach ein Gang war. Hier war eigentlich gar nichts, sondern hier war halt, ja, Erdreich. Und der Erdreich wurde aber später erst im Nachhinein aufgestoßen, weil der Weg hier zum Beispiel verschüttet gegangen ist. Meine Grammatik ist geil. Ja. Oh. Oh, okay. Nicht schlecht. Aha, mag ich doch. Nicey dicey. Ich frage mich nur, wann das Ding da aufgeht, weil es ja noch einer hinter. Aha. Da hätten wir's. Oh. Lol. Kommt man hier raus? Nee, ne? Geil. So, das ist jetzt geblieben. Schade. Ach, Leute. Mir fällt gerade übrigens auf, ich bin so ein Idiot. Ich bin doch so ein Vollidiot. Fällt euch was auf? Ich habe vergessen, dass wir das Spiel geschadet haben, auf Ultra Nightmare zu auf wer ist das hier? Ja, auf Nightmare zu stellen. Oder für mich auf Ultra Violence. Ist mir gerade jetzt aufgefallen, weil normalerweise hier Hell Knight steht. Den habe ich gerade ein bisschen vermisst. Ja, mal gucken. Na komm her. Ja. So, jetzt müssen wir dahin. Das ist hier geblieben. Interessant. Genau, was können wir jetzt hier hintergehen? Oh, nicht lassen wir alone. Okay, das hinten haben sie tatsächlich gelassen. Weil die Sinnhaftigkeit von dem Raum hier hat mich auch nie wirklich erschlossen. So. Nein. Ich wollte noch darauf. Danke. Zweiter Versuch. Fuck. Okay, einfach rüberlaufen geht auch nicht. Vielleicht muss ich da direkt auf die Ecke hier gehen. Ja. Oh, erstmal Waffencheck machen, okay. Und dem hier hinten haben wir jetzt auch einen Sinn gegeben. Dann macht zwar allerdings der Raum hier keinen Sinn. Gut, da ist ein Schalter hinter, aber... Oh, fuck.
muss man erstmal aktivieren hier, ist ja nett. Dankeschön. Oh, ist da ein Viech hinter? Nein. Gut, haben wir jetzt damit eigentlich alles? Also wir haben... Achso. Gut, das bringt uns leider nichts. Ja gut, was heißt leider? Eigentlich zum Glück. Gut. Letztendlich wäre es egal gewesen, ob es was gebracht hat oder nicht. Hauptsache, wir hätten danach 200 Leben gehabt. Das hier bringt uns aber was. Ist schon nicht schlecht. Und Munition... Lag hier bloß Schrotflinte darum, die haben wir. Vom Gewehr lag hier nichts mehr rum, oder? Nein. Nein. Ein bisschen Pistole. Gut. Egal. Dann belassen wir es mal dabei. Und wenden uns dem Ende der Map zu. Ach ja. Stimmt. Wir waren hinten noch auf dem Vorsprung noch gar nicht. Da. Die schönen Raketen. Halleluja, hätte ich beinahe da gelassen. Einfach so. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Oh, es fehlen vier Gegner, wo auch immer die Gegner stecken. Keine Ahnung. Haben wir irgendwas hier ausgelassen? Nee, wir hatten eigentlich alles. Wir haben 3 von 3 Secrets. Verstehe ich nicht. Na gut. Lassen wir es dabei. Oh, die Map liebe ich. Ah, super. Mal gucken, ob sie hier auch noch so scheiße ist oder ob sie jetzt sogar noch beschissen ist. Werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Erstmal gehe ich für kleine Tuxianer. Ciao mit V.